Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Crucible, dem Hero-Ego-Shooter aus dem Hause Amazon. Und bevor wir lang schnacken, lasst uns gleich loslegen. Ich habe gerade ganz frisch gestartet, noch keine Sekunde angespielt. Deswegen seid ihr jetzt auf jeden Fall direkt dabei. Wir drücken mal hier auf Bereit und schauen mal, was hier so gleich alles Schönes passiert. Oh, wir starten. Hallo Jäger. Willkommen auf der Crucible Orbitalstation. In Kürze beginnt die Unity-Sicherheitstrainingssimulation für unsere Neuankömmlinge. Bitte gib deinen Namen und deine Kennung an. Captain Roland Mendoza meldet sich wie befohlen. Willkommen, Captain. Bitte pass gut auf, denn deine Sicherheit liegt uns am Herzen. Aha. Okay, und wir starten direkt im Spiel, wollte ich sagen, doch da hat die gute Frau mich unterbrochen. Wir sind Captain Mendoza. Es erinnert mich so auf den ersten Blick ein bisschen an Gears of War. So vom Spieler her. Hat natürlich nichts damit zu tun. Ist auch ein komplett anderes Spiel. So, was haben wir denn? Haben wir andere Waffen? Nein, wir haben erstmal nur das hier. Okay. Nachladen geht auch. Ach, Fähigkeiten anzeigen F1. Sind aber komische Tasten. So, Shift links, Sprint, das habe ich schon gemerkt. Versorgungskiste, ruf eine Erste-Hilfe-Kasten und Bunker herbei. Bunker werfen bei Landung Gegner zurück. Brich das Herbeirufen von Erste-Hilfe-Kosten ab und okay. Mit Q, Blendgranate haben wir auf E, Anvisieren haben wir auch schon rausgefunden. Essenz-Upgrades, Level 1. Teflex-Ton-Gewehrlauf, Gewehrschüsse sind um 25% schneller mit 25% weniger Schadensabfall. Experimenteller U14 Schutzschild erzeugt ein Schutzschild mit 200 Trefferpunkten. Der Schild regeneriert sich, sobald du dich länger als 6 Sekunden nicht im Kampf befindest. Präzisionsvisier. Du kannst jetzt schneller und präziser anvisieren. Blitzschnelles Nachladen. Munitionskapazität des Gewehrs wird von 24 auf 30 erhöht und das Nachladen um 25% beschleunigt. Piper-Raum, Fassungsvermögen, nach dem Nachladen verursachen die ersten 6 Schüsse des Impulsgewehrs 33% mehr Schaden. Alles klar, also Blendgranate E, Q ist Versorgungskiste. Sprint anvisieren, das kennen wir ja alles schon aus anderen Spielen, sind ja dieselben Tasten. Okay, dann machen wir uns hier mal auf den Weg. Kann ich schon eine Blendgranate werfen? Granaten eingesetzt! Okay, kann ich. Wollte eigentlich nur gucken, ob er sie rausholt, aber er wirft sie direkt. Sieht auf jeden Fall ganz... Essenz ist eine ausgesprochen wertvolle Substanz, die nur auf Crucible vorkommt. Sie kann die physikalischen Eigenschaften von Materie in einer Weise verändern, wie sie die Wissenschaft kaum erklären kann. Mit anderen Worten, um die Ressource sollte man kämpfen. Okay, sie hat mich schon wieder unterbrochen, sehr unhöfliche Frau. Ich wollte sagen, sieht ganz schön abgespaced aus hier. Gefällt mir. Der Sprint ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber da werden wir uns auch noch schnell dran gewöhnen, denke ich. Also Essenz sammeln, damit wir hier unten die Fertigkeiten auffüllen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, Essenz-Upgrades stand ja auch da. 1200 noch bis Level 2. Alles klar. Also immer schön den Mist sammeln. Ach, hier oben ist noch welche, die hätte ich fast übersehen. Brücke aus! Wo müssen wir lang? Ach, Waffe abfeuern sollen wir noch kurz? Die Pflanzen und Tiere auf Crucible enthalten Essenz. Zerstöre sie, um diese einzusammeln. Ich möchte nicht auf Pflanzen schießen, die haben mir nichts getan. Diese Stampfer haben viele Leute beim Angriff auf die Kolonie im letzten Jahr getötet. Okay. Mir erstmal ein bisschen den Highground suchen, bevor ich hier anfange, gegen die zu feuern. Aber die sind relativ langsam. Und die kommen anscheinend auch nicht hier hoch. Versteck doch nicht deinen Kopf vor mir. Okay. 300 hat so ein Vieh gegeben. Zum Glück sind die so langsam. Indem du Essenz sammelst, wirst du stärker und schaltest mächtige Upgrades frei. Nutze diese Upgrades, um deine Gegner zu vernichten. Fähigkeit 1 benutzen mit Q.
brauche einen Abwurf. Sofort. Okay. Erste Hilfekasten. Drücke F zum Sammeln. Das haben wir. Und ansonsten können wir das noch als Schild benutzen, oder? Sieht so aus, es ist auf jeden Fall zeitlich begrenzt. Wird mit der Zeit dann also verschwinden. Gut, dann werfen wir nochmal eine Blendgranate. Granaten eingesetzt! Und damit haben wir das schon geschafft. So. Ah, geht er weg. Ich habe keine Blendgranate mehr. Oder ich habe zu wenig Essenz. Nein, es lädt auf. Unten rechts sehen wir die Zeit. Ist er sich jetzt versteckt vor mir, oder? Ah. Nein. Okay. Wenn wir uns ducken, wird gescannt. Müssen wir uns später nochmal angucken, was da genau alles passiert. Was ist das Schönes? Die Unity stellt Erste-Hilfe-Kästen auf der Planetenoberfläche bereit. Ah. Sammle sie auf und füge sie deinem Inventar hinzu. Dann kannst du sie benutzen, um Verletzungen zu heilen. Überraschend gute Medizintechnik für einen Planeten mitten im Nirgendwo. So, mit Erste-Hilfe-Kasten heilen. Machen wir das glatt. Okay. Unten haben wir die Lebensanzeige. Wissen ist Macht. Nutze den Aufspürmodus, um Gefahren und Ziele auf Crucible leichter zu orten. Das ist natürlich auch ganz geil. Vor mir kann sich keiner verstecken. Das kommt, ich kann das schießen, wenn das rauskommt, okay. Die 24 Schuss sind echt ganz schön wenig. Ich hoffe, wir finden hier noch andere Waffen. Ich muss sagen, so der erste Eindruck sehr, sehr positiv. Es läuft auf jeden Fall alles schön flüssig und geschmeidig. Das gefällt mir auch. Der Grafikstil ist, hat was. Ich denke, das kann auch sehr interessant werden. Rock'n'Roll! Rock'n'Roll, Baby. Die Essenz bleibt dann für immer. Das geht dann pro Runde wahrscheinlich. Zumindest scheinen wir keine zu verlieren oder irgendwie zu verbrauchen. Ja, heute erschien das Spiel. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Das Ganze auch noch Free-to-Play aus dem Hause Amazon Game Studios. Ich erhoffe mir wirklich sehr, sehr viel von dem Titel. Eine Erntemaschine versorgt den Jäger, der sie erobert, kontinuierlich mit Essenz. Trifft sich gut. Denke daran, dass andere Jäger deine Erntemaschinen erobern und übernehmen können. Trifft sich nicht gut. Dann nehmen wir doch die kleine Erntemaschine hier ein, würde ich sagen. Sammle Essenz für mich. So, liefert alle 10 Sekunden Essenz. Liefert es mir direkt in die Hosentasche oder wir gucken mal kurz unten. Ja, es füllt sich. Muss ich dafür in der Nähe stehen oder macht es das einfach generell? Jetzt passiert nämlich, glaube ich, nichts. Wir warten mal noch ein paar Sekunden. Okay, ich muss nicht in der Nähe stehen. Sehr schön. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig, denke ich. Wenn man hier um Erntemaschinen kämpft, dann hat man ja auch nicht nur reines PvP, sondern... Jetzt geht's los. Was geht los? Achso, weil ich angefangen habe zu sprinten. Ich dachte schon, hier kommt irgendein Vieh um die Ecke. Ja, gibt nicht nur rein PvP, sondern es tauchen auch KI-Gegner auf. Die Mischung finde ich auf jeden Fall ganz geil gemacht, auch mit dem Essenz-Sammeln. Gucken wir mal noch kurz hier oben auf den Berg, vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Sieht aber nicht so aus. Scannen wir nochmal kurz den Raum. Auch alles geklärt. Fallschaden? Also aus der Höhe auf jeden Fall nicht. Probieren wir später nochmal mit was Höherem aus. Gut, die Erntemaschine ist am Start.
Dann machen wir uns mal weiter, oder? Ja. Ach, Karte aufrufen, sagen wir. Ich sollte auch einfach mal lesen, was rechts da steht. Okay, wir können Schau mal da drüben Sachen hin. Anpingen. Zielbereich markiert. Das gefällt mir. Roger. Okay. Hätten wir vielleicht vorher drauf schießen sollen. Guck mal, wenn wir den jetzt... Der kommt doch hier vor, oder? Ja. Gucken wir mal, was das für Schaden macht. Ah, er war zu weit weg. Schade. Also dieses 24-Schuss-Magazin fuckt wirklich ab. 240 werden eher angebracht. Dann heilen wir uns nochmal kurz auf und gehen ab in den nächsten Raum. Der sieht genauso abgespaced aus. Scheinen aber erstmal keine Gegner am Start zu sein. Ach, das war das mein angepinktes? Ich glaube. So, was? V für Schlag, schneller Nahkampf. Bei einem Schlag werden Feinde zurückgestoßen und alle Interaktionen unterbrochen. Was zur Hölle war das? Eine als geheim klassifizierte Aufnahme vom Fall von Colony Zero vor einem Jahr. Sie war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Eine Unity-Untersuchung zu dieser Veröffentlichung wurde eingeleitet. Du wurdest als Zeuge vorgeladen. Interessant. Hört sich an, als wollte jemand die schmutzigen Geheimnisse der Unity ans Licht bringen. Auf Crucible können diverse Ereignisse den Kampfverlauf beeinflussen. So verstärkt beispielsweise dieser Schadensmultiplikator den von dir verursachten Schaden. Okay. Geht's nur mir so oder hat euch das auch gerade ein bisschen an Resident Evil erinnert? Als hier überall das Rote mit Signalfehler, was auch immer, aufgetaucht ist. Ich so ein bisschen an, ich weiß gar nicht, ob das Teil 7 war, wo hier Tokio-Szenario eingespielt und auf einmal ging's los. So ein bisschen das Feeling hatte ich gerade. Also, die Unity scheint auf jeden Fall eine nicht ganz so saubere Firma zu sein. Wo müssen wir denn hin? Ach, hier oben steht wieder was. Ach, F, Schadensmultiplikator erobern. Bin unterwegs. Also haben wir auch Multiplies. Ich denke, später im PvP wird das wohl ziemlich hardcore sein, so ein Ding sich zu schnappen. Ereignisse wie der Einsatz von Schadensmultiplikatoren können dir helfen, deine Feinde zu besiegen. Manche Ereignisse können auch gefährliche neue Herausforderungen mit, wie etwa dieser Schwarm. Hey, aufgepasst! Okay, der ist auf jeden Fall etwas stärker. Oh nein, der wirft mit so einem kleinen Viechern. Aber hinter der Truhe geht es mir eigentlich relativ gut. Hat der irgendwo eine Schwachstelle? Ah, hier oben. Ja, komm, lass doch deine Viecher bei dir. Und da haben wir ihn. Gib mir Essenz. Herzlichen Glückwunsch, Captain. Damit ist das Unity-Sicherheitstraining abgeschlossen. Es gab eine ganze Menge Essenz. Anscheinend habe ich den Test bestanden. Wir haben es geschafft. Nächster Halt, hey. Crucible. Crucible. Tutorial haben wir durchgespielt. Bis jetzt bin ich gut beeindruckt. Natürlich haben wir noch nicht alles gesehen.
ist das der Ladebildschirm? Ja, das ist der Ladebildschirm. Profilbelohnung. Freigeschaltet Pionier. Erstelle ein Konto und spiele die Einführung während der Vorsaison. Haben wir geschafft. Vielen Dank dafür. Captain Mendoza. Nächste Prestige-Level-Belohnung. Auszeichnungen erneut ansehen. Wir haben ja gerade gesehen. Also wieder zurück zur Lobby. Gut, wir haben den Jäger. Wir werden wahrscheinlich... Bereit für die Show! Mendoza, wir können jetzt schon direkt ändern. Mendoza hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber wen haben wir denn hier Geiles? Ja, das ist ja fett, der Bug. Hallo Bug. Fröhliche Botanikeinheit. So, die haben natürlich auch alle ihre eigenen Fähigkeiten. Zu allem bereit. Bin mal gespannt, was ich in den nächsten Wochen Mendoza hier wieder für krasse Builds zusammenstellen werden, was wie am besten funktioniert und wer gegen wen effektiv ist. Ich möchte jetzt hier aber nicht jeden einzelnen Charakter mit euch erstmal durchgucken und 20 Minuten vorlesen, was die alles können. Wir fangen jetzt erstmal an, mit dem Mendoza weiterzuspielen. Der hat mir ganz gut gefallen, zumindest machen wir jetzt erstmal damit eine Runde. Herzstück der Schwärme, was ist das Schönes? Wähle einen Spielmodus, Herzstück der Schwärme, zerstöre die gewaltigen Schwärme und sichere dir ihre Herzen. Gruppengröße 4, Alpha-Jäger, du und dein Freund nehmen es gemeinsam mit Crucible auf. Alles klar, das ist Gruppengröße 2. Aber alleine können wir doch bestimmt auch spielen, oder? Ach nein, jetzt machen wir Herzstück der Schwärme. Eigentlich hätte ich mal Lust auf Alpha-Jäger. Komm, wir probieren Alpha-Jäger aus. Mal gucken, ob uns das Spiel irgendein random Dude mit reinwirft. So, Battle Pass gibt es natürlich auch. Sammlungen sind dann die ganzen Operator, wollte ich schon fast sagen. Die ganzen Helden, die wir zur Verfügung haben und mit ihrer Ausrüstung. Und einen Shop gibt es natürlich auch. Ich weiß nicht, was die Gute gerade zu uns sagen wollte. Diesmal habe ich sie unterbrochen. Und schön, dass sie aufgehört hat mit Reden. Wir haben es geschafft, Spiel beitreten. 2000 years later. Du wurdest vom Spielserver getrennt. Das geht ja schon mal gut los hier. Starte das verdammte Spiel! So, und du erklärst jetzt mal den Zuschauern, warum die Kameraposition jetzt verstellt ist. Erklär denen das mal. Wenn du mit deinem dicken Arsch hier lang rammelst und meine Kamera runterwirfst. Findest du das in Ordnung? So, und weiter geht's. Sorry für die kurze Unterbrechung. Leider hat aber das Spiel auch kein Match gefunden. Und dann die liebe Katze noch. Läuft heute alles wie am Schnürchen. Gut, ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch lieber erstmal Herzstück der Schwärme spielen. Ich probiere es jetzt noch einmal, ein Match zu finden. Und dann hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. So, klappt natürlich leider nicht. Ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Dann machen wir jetzt doch mal Herzstück der Schwärme. Obwohl dort sogar eine Gruppengröße von 4 Leuten gebraucht wird. Aber vielleicht spielen es ja einfach aktuell ein paar mehr Leute. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Es scheint geklappt zu haben. Ich fasse es nicht. Ja, ganz ehrlich, kann man dem Spiel nicht übel nehmen. Wer setzt sich 10:45 am Männertag hin und fängt erstmal an zu zocken? So, finde den Schwarm, besiege den Schwarm, erobere das Schwarmherz. Herzstück der Schwärme. Schwärme hinterlassen Herzen, sammle 3 für den Sieg. 4 gegen 4. Match-Vorschau. Interaktionsschild, Essenz, Siphon, Upgrade-Multiplikator, Spucker-Kolonie, Erste Hilfe. Spuckerkolonie. Spucker tauchen im Barrierebereich auf. Erste-Hilfe-Kasten. Erobere Multiplikatoren, um mehr Erste-Hilfe-Kästen tragen zu können. Was haben wir noch? Essenzsiphons. Erobere Essenzsiphons, um kontinuierliche Essenz zu sammeln. Durch Essenzsiphons können dich andere Jäger leichter entdecken. Bringen wir es hinter uns. Deine Gewehrschüsse sind jetzt schneller und verursachen auf Distanz mehr Schaden. Das hört sich ja schon mal gut an. Gegen schnellere Schüsse und mehr Distanz habe ich natürlich nichts. Oh, was, wie können die denn so krass fliegen? Ich hätte vielleicht doch einen anderen Helden aussuchen sollen. Shit,
Sammeln wir jetzt alle zusammen Essenz, oder? Jetzt geht's los. Muss ich gucken, dass ich hier als Erster den Mist aufsammle, aber wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was unten. Benutze deine Augen. Mach ich doch. Wie schnell sind die schon wieder hier unterwegs? Die Interaktionsschilde unterwegs. Wieder alle voll planen, was hier abgeht, und ich renne hier dumm rum. Weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich würde sagen, wir killen jetzt einfach mal ein paar Dudes hier. Die sehen eigentlich viel zu niedlich aus, als dass ich drauf schießen will. Aber das Spiel lässt uns ja leider keine andere Wahl. So, das ist aber nicht so ein Ding, was wir aktivieren können, ne? Nö. Ah, der trifft nicht, verdammt. So, dann probieren wir das gleich nochmal mit dem Fallschaden aus. Scheint es nicht zu geben. Ah, da haben wir doch ein bisschen kassiert. Du hast jetzt ein Kraftfeld. Sehr gut, wir haben ein Kraftfeld. Ach nee, nein, nicht platzieren, abbrechen. Ja, abbrechen, danke. Ich wollte uns ein bisschen heilen, aber da lag in dem Moment schon Heilung hier rum. Heilt uns das auch noch? Ja, macht es. Bloß nicht unbedingt sehr schnell. So, guck mal, hier ist doch so ein Ding. Das möchte ich gern einnehmen. Achso, ist ein Verbündeter von uns, hat es schon eingenommen, alles klar. Ziel festgelegt. Ziel festgelegt. Da hinten wird schon wieder was eingenommen. Ich fange mal an, dem ein bisschen hinterher zu rennen. Die waren so schnell unterwegs und ich wollte mir natürlich auch ein bisschen was angucken und auch, dass ihr etwas seht. Da konnte ich nicht so schnell hinterherkommen. So, das ist schon eingenommen. Lege ein Ziel. Dieses Tier sieht interessant aus. Ich finde jetzt nicht, dass das hier interessant aussieht. Ich weiß nicht, ob er uns mitteilen wollte, von wegen bleib hier, wir müssen das Teil beschützen. Wir scannen nochmal kurz die Umgebung. Da hinten sind noch Gegner, aber wovor sollen wir es denn beschützen? Achso, ja, gegen die vier anderen vielleicht. Das war dumm. Rock'n'Roll! Auf jeden Fall auch ganz cool gemacht, dass sich die ganzen Pflanzen mitbewegen, wenn wir da drin sind. Können die Gegner hier auch nicht einfach so durch die Gebüsche sneaken, ohne dass wir es mitbekommen? Was Feind in der Nähe? Wo? Da schießt auf jeden Fall irgendwo hin. Da hinten gibt's Trouble. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf in den Kampf. Interagiere mit dem Ziel. Der wird zwar jetzt ein bisschen rumkotzen da hinten, dass ich hier weggerannt bin, aber. Boah, come on! Gleich kommt der Schwarm! Wir haben fast. Jetzt geht's los. Oh nein. Von wo? Junge, verzieh dich. Alter, was ist das für ein Fettsack? Nahkampf. Wie gegen Nahkampf? Nein. Nein. Was hat denn der für ein krasses Teil? Man muss überhaupt nicht nachladen. Ah, da haben wir jämmerlich versagt. Okay, wir können uns doch wieder beleben lassen. Wo denn? An den grünen Punkten, dann würde ich doch dorthin gehen. Aber wann werden wir wiederbelebt? Die haben alle auf jeden Fall schon wieder viel zu viel Plan von dem Game. Ach, da unten stand es. Rückkehr in so und so viele Sekunden. Habe ich nicht gesehen. So, zack, durchs Wurmloch geballert und weiter geht's. Hier kommt die Bodentruppe! Wer schreit denn hier so rum? Rock'n'Roll! So, das scheint in gegnerischem Besitz zu sein, dann nehmen wir das doch gleich mal ein.
Brücke F2 Eroberung. Machen wir. Ach, der bricht dann ab, verdammt. Ich dachte, ich kann ein bisschen drum rumlaufen. Eure Gegner haben ein Schwarmherz erobert. Das ist nicht gut, weil wir brauchen 3 Stück davon. Wir haben bis jetzt noch keins. Brücke aus! So, wo sind denn die Schwarmherzen? Du kannst jetzt schneller und präziser anvisieren. Das freut mich. Das Teil haben wir auf jeden Fall eingenommen. Ich scanne nochmal kurz. Das ist das Rote hier. Ah, okay. Das ist das Rote hier. Sieh dir das an. Oh nein. Kommen da wieder die Großen raus, oder? Was? Wo kommen die alle her? Ach du Scheiße. Experimenteller Essenz-Siphon unterwegs. Granaten eingesetzt! Ich wollte sie mal ausprobieren, die Granate. Hätten wir vielleicht vorhin gebraucht gegen den Gegner. Rock'n'Roll! Dieses Ziel sieht interessant aus. Standort anvisiert. Dann rennen wir doch mal gleich dahin. Meide diese Stelle. Granaten eingesetzt! Bin unterwegs. Ich sollte vielleicht nicht direkt zu den Gegnern reinrennen. Ach, du hast heimlich geübt. Du hast gut gekämpft. Leichtes Spiel. Ja, ich habe leider nicht viel gemacht. Dein Gewehr lädt jetzt schneller und fasst mehr Munition. Das ist die! Wo denn? Mir fehlt irgendwie so ein bisschen eine kleine Minimap hier. In der Endzone registriert. Ich dachte, ich bin einfach zu blöd, hier hochzulaufen. Da ist er. Der kann fliegen, oder was? Wir müssen uns auf jeden Fall mal dann die anderen Helden noch angucken. Der Feind ist nah. Da hinten. Dich holen wir uns jetzt. Komm, Rainer. Der Feind ist da. Vielleicht kommt der Schwarm. Roger. Granaten eingesetzt. Das ist sie. Jawohl. Wir alle müssen sterben. Ach, Rollner heißt der, nicht Rainer. Ich sollte mir vielleicht mal eine Brille kaufen. Was? Folge der Blutspur. Jawohl, das Herz kann erobert werden. Schnell! Ja. Ich will das Herz haben. Erobere das Herz. Brauche Deckung. Okay. Ich war zwar gerade dabei zu drücken, aber irgendwie hat es wieder abgebrochen. Eure Jäger haben ein Schwarmherz erobert. Holen wir uns ein Paket von zu Hause. Ist das immer nur für mich dann oder können die anderen auch? Untersuch diesen Standort. Roger. So, der nächste Schwarm kommt anscheinend in 34 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich hab dich gerettet, mein Freund. Mir gefällt die Kombination sehr gut aus KI-Gegnern und trotzdem noch richtig PvP. Und dass man sich halt in... Sicht. Habe es markiert. Und dass man sich
Halt erstmal schnell ein bisschen hochlevelt mit der Essenz sozusagen. Bevor man in den Kampf startet. Also eine gute Mischung. Ist natürlich die Frage. Erste Hilfekasten-Multiplikatoren unterwegs. Ob der Spielspaß lange erhalten bleibt. Aber ich denke mal, bei den ganzen Helden und was wir jetzt schon gesehen haben, gibt es noch eine ganze Menge zu entdecken. Ah, was ist das? Feind in der Nähe. Sollte mich vielleicht erstmal hochheilen, ne? Brauche Unterstützung. Der Feind ist nah. Ich verstehe es noch nicht so ganz mit der Lebensanzeige da unten. Irgendwie wird die mal größer, mal kleiner. Aber wie gesagt, ich spiele es gerade zum ersten Mal. Ich wollte jetzt nicht schon eine Runde anzocken und erst dann aufnehmen, sondern ihr sollt auch natürlich mitkriegen, wie der erste Eindruck ist. Von daher nehmt es mir nicht übel, falls ich vielleicht irgendeinen Müll quatsche, der überhaupt nicht stimmt. Beziehungsweise hier einfach noch ein bisschen verpeilt durch die Gegend renne und nicht wirklich weiß, was ich zu tun habe. So, wir sollten ja vielleicht lieber die Gegner nehmen. Die Plant-Granate kriege ich leider nicht so weit geworfen. Ich benutze einen Erste-Hilfe-Kasten. Achso, ich muss die natürlich auch benutzen. Ja. Jetzt leuchtet es ein. Ich habe die ja nur eingesammelt und nicht benutzt. Granaten eingesetzt! Haben dich geblendet. Dann gibt es erstmal schön paar ins Gesicht. Hey. Was ist denn das für ein komisches Schild? Gib mir mal die Erste Hilfe, bitte. Kann ich im Kampf nicht, oder was? Doch, kann ich, aber wird unterbrochen. Und das war's. Ah. Schade. So, es dauert immer 25 Sekunden, wie es aussieht, bis wir wieder spawnen können. Dann würde ich sagen, gehen wir diesmal hier oben hin. Und gucken mal kurz den anderen zu, wie die das hier so anstellen. Also die kann sich anscheinend unsichtbar machen. Das ist Maverick. Ach nee, so heißt der Typ. Nicht der Charakter. Die hat auf jeden Fall ein geiles Schwert. Ich glaube, Nahkampf kann viel Sinn machen hier. Man kommt den Gegnern ja doch relativ nah. So eine Nahkampfwaffe wird sicherlich auch nochmal eine Nummer mehr reinschlagen als mein Gewehr hier. Bring hinter uns. Ja, komm, wir lassen den mal in Frieden. So, wo sind denn meine Kollegen aus? Da hinten sind sie. Der Sprint scheint auch unendlich zu gehen. Der Schwarm ist fast da. Deine Gewehrschüsse verursachen Level 5. Jetzt nach dem Laden mehr Schaden. Sehr gut. Ja, dass ich weggeblieben bin. Da war der tot. Ja, der war tot, ne? Du warst mir im Weg. Ah, hab ich gemerkt. Hallo. Neue was ist das? Jawohl. Und drauf auf das Ding. Wir brauchen das Herz. Dann haben wir schon zwei. Bin unterwegs. Erobere das Herz. Brauche Deckung. Na gut, sie hat's erobert. Aber ich glaube, ist egal. Wer das hier von uns erobert, Hauptsache wir haben es fürs Team. Die Jäger haben ein Schwarmherz erobert. Ich benutze einen Erste-Hilfe-Kasten. Noch ein Herz, um den Sieg zu erringen. Okay, also das ist das Symbol, wo dann der nächste Schwarm auftaucht. Das heißt, da werden sich auch die Gegner tummeln. Ach, dadurch wird man unsichtbar. Ah, okay, ich dachte, es tut uns irgendwie weh oder ist halt schlecht für uns. Das macht es natürlich auch nochmal interessanter. Hast du ein paar geile Umgebungsdinger, die man aufsammeln kann. Wo sind sie denn? Da unten? Nee. Leuchtet nur rot. Oder spiegelt nur rot. Was ist jetzt? Ui. Oh, mein kurzer Leck. Leggedy Leck. Lege ein Ziel fest. Na, was ist mit ihm los? Schießt mich an und rennt dann weg, oder was? Das kann ich allein. Wir haben noch relativ viel Zeit. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht in der Zwischenzeit doch schon mal anfangen, hier noch so ein Vieh zu erledigen. Da hinten sind ganz paar.
Ich würde sagen, wir machen das mal, dann kriegen wir noch Level 6 hin. Sammeln wir das immer fürs komplette Team? Oder sammeln wir das nur für uns? Ich glaube fast für das ganze Team. Obwohl, ne, wir haben... Ne, das ist nur die Lebensanzeige. Wir sind auf jeden Fall alle auf demselben Level. Brücke aus! Müssen mal beobachten, ob wir alle gleichzeitig dann auf Level 6 hochsteigen. Damit wäre unsere Frage dann beantwortet. Seh dir das an. So, jetzt sind wir doch gleich Level 6. Naja, aber jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr bekommen, als er das eingesammelt hat. Untersuch diesen Standort. Upgrade-Multiplikator unterwegs. Also klar, das Ding, was hier diese Station einsammeln, Level 6 und alle anderen auch. Also kriegen wir es anscheinend doch alle. Damit wäre die Frage beantwortet. So, eine Minute 16. Feind in der Nähe. Nee, aus der Entfernung. Munition haben wir nur endlich, ne? Ja, okay. Granaten eingesetzt! Erwisch sie, bevor sie dich erwischen. Muss mal noch rausfinden, ob immer nur der zählt als Kill, der am letzten Schuss abgegeben hat oder der am meisten Damage gemacht hat. Und da hat dann mal wieder Murphys Gesetz zugeschlagen. In der Sekunde, wo ich hier blöde rumstehe und mir den Rücken schießen lasse, hat sich meine Webcam gedacht, keinen Bock mehr auf dich. Warum auch immer, ich verstehe es bis jetzt nicht, aber was soll's, das Video geht zum Glück bloß noch anderthalb Minuten, also lasse ich euch jetzt das Gameplay noch ein bisschen laufen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst echt gerne ein Abo da, ihr würdet mich krass unterstützen. Däumchen wäre natürlich auch ein Träumchen, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge. Macht's gut! Roger. Brauche Deckung. Erobere das Herz. Schampfer in der Endzone registriert. Okay.